Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Better Fishing Box Unboxing. Wir wollen mal schauen, was sich hier verbirgt. Es sind 0,6 Kilogramm enthalten, das sagt jedenfalls das Versandetikett. Und sie ist wieder quadratisch. Los geht's. Okay, fangen wir mal an hier mit Better Fishing, also von Fish Up. Das ist der Hersteller, der Buffyfly. 1,5 Inch und den Tanta in 1,5 Inch. Das ist eine Mixpackung, finde ich immer ganz cool. Also wir sehen hier, ich hole ihn mal kurz raus, zwei verschiedene Kreaturen. Ich lege mal beide zusammen und die sind auch ziemlich unterschiedlich. Der eine ziemlich schmal mit einem Pintail und das ist dann eine Kreatur mit Twister-Schwanz, also auch schön klein für die Barsche, schön viel Spiel, einmal in lila und einmal so, ja, natürlicher gehalten in, ja, Green Pumpkin, würde ich jetzt sagen. Vielleicht finden wir auch sogar noch die richtige Bezeichnung für die Farbe. Ne, 6 Stück enthalten, ja, und dazu haben wir wahrscheinlich auch hier, wenn ich Gursa sehe, hier auch schon die passenden Haken, das ist so. Und das ist die Hakengröße 8. Also, und wir sehen Wacky, die S-Hooks. Sehr, sehr cool. Und habe ich hier wieder das Glück, welches ich schon mal vor 2 Boxen hatte. Ist das so gewollt? Ja, werden wir wahrscheinlich zum Schluss nochmal sehen. Also, ich habe hier in zweifacher Ausführung hier die Size 8. Und ja, scheinen dieselben Haken zu sein. Das ist so. Okay, ich schätze mal, ich gehe davon aus, dass es sich um einen Fehler handelt, aktuell noch. So, dann haben wir hier von der Firma Hart. Oh, das Rock and Street. Das ist ein richtig, richtig kleiner, feiner Spinnerbait. Ein 16. Unze, schön leicht. Und hole ich mal raus, den kenne ich auch noch gar nicht, den Köder. Die Marke natürlich, ja. Hatten wir ja auch gerade einen sehr, sehr schönen Spinnerbait in der letzten My Fishing Box angeboxt. Und ich hätte es vielleicht von unten aufmachen sollen. Aber ja, so, jetzt schaffen wir es auch. Und ich glaube, ich kann ihn sogar so präsentieren. So kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Also es ist wirklich ein Mini-Spinnerbait. Der ist hier noch einen Tacker zugetackert. Und hat einen kleinen Drilling dran, der am Ende sitzt und natürlich sehr schnell eingesaugt wird. Also die Haarquote ist hier wahrscheinlich phänomenal. Dadurch, dass das Spinnerblatt oben ein bisschen für Erregung sorgt bei den Fischen und beißt da von hinten direkt auf den Drilling. Perfekt, richtig gut. Also bisher sehr barschlastig und ja, auch die Größen mögen natürlich jetzt aktuell sehr gerne. Dann haben wir hier nochmal etwas Größeres von Balzer, der Shirazo Evil Shatter, also ein Shatterbait. Und ja, mal gucken, vielleicht haben wir sogar noch einen Trailer da, aber ich glaube jetzt nicht. Also das ist ein 1,0er Hakengröße und wir haben hier 10 Gramm, die können wir glaube ich so ganz gut sehen. Relativ dunkel gehalten, aber der Kopf, der ist nochmal ziemlich zornig hier. Der hebt sich mit dem Kopf spätestens von anderen Chatterbaits ab und hat auch ein relativ größtes Chatterplättchen hier vorne, was dann für die Vibration sorgt. Und ja, also als schönen Hinweis haben wir hier nochmal eine kleine Angabe. Wir haben hier die Hakengröße 1,0er und die Angabe 1,0er haben wir hier 7 bis 9 cm als Empfehlung für den Trailer. Okay. Und 7 bis 9 cm als Trailer. Wenn ich jetzt hier mal gucke, vom Westin haben wir den Stanley The Stickleback. Da haben wir sogar in 9 cm, aber der hat einen Paddletail. Das muss jeder für sich wissen. Ich bin der Meinung, Pintails lassen sich ein bisschen verführerischer hinten raus spielen. Und den können wir natürlich aber auch mit anderen Jigköpfen dann aus der Better Fishing Box nochmal kombinieren. Oder ihr fischt ihn tatsächlich mit dem Chatterbait. Das ist ja mal Geschmackssache. 5 Stück sind enthalten.
kann auch noch mal kurz einen rausholen, wobei ich das gar nicht notwendig finde. Sehen wir so schon ganz gut, ne? Das ist ziemlich Lemon Kiwi irgendwie die Farbe, schätze ich mal. Von Westin haben wir eine Farbe draufstehen oder vielleicht bin ich auch gerade zu doof. Fireflake heißt die Farbe. Und die Köder hier seht ihr an dem Petalat frei oder free. Das ist ein Köder ohne Giftstoffe. Also wenn ihr den mal abreißt im Wasser oder so, verursacht er keine Umweltschäden und auch für den Fisch dann nicht irgendwie gefährlich. Als Empfehlung hätten wir ihn hier laut Westin als Drop-Shop-Style oder Jig-Style ganz normal zu führen. Aber da, ja, die Ideen sind da grenzenlos natürlich. Schön. Ja, relativ hart. Ja, machen wir weiter. Dann haben wir von Balzer hier einen Aufkleber, Shirazu, zum, sieht aus wie ein Zombie-Hecht oder ein Terminator-Hecht. Dann haben wir von David Wenzel, hatten wir auch lange nicht. Unterschrift ist ein bisschen verwischt, aber macht nichts. Das ist hier der Boss himself. Angeln like a Boss. Lange nichts gehört, war kein Video gesehen von ihm. Dann haben wir einen Center Shock. Und dann nochmal etwas Größeres für Hecht. Und zwar von Berkeley, das ist der Fat Bullet 13S. Die 13S stehen für 13 cm wahrscheinlich und S für Sinking. So ist es. Hier oben haben wir nochmal die Angaben. 27,2 Gramm ist sehr schwer, 13 cm lang, hat eine Lauftiefe von 1,8 bis 3,4 Meter und sinkend ist dieser Köder auch. Kann ich auch nochmal kurz rausholen. Und dann bin ich gleich mal gespannt, ob das mit den Haken wirklich so sein sollte oder ob ich da einfach Glück gehabt habe. So, hier haben wir nochmal ein schönes Dekor zu sehen. Oben dunkel, unten der bauchige Teil ist hell und eine kleine Tauchschaufel, ein großes 3D-Auge und das Dekor, ich mag das immer ganz gerne. Dieser Chrom-Effekt mag ich also nicht nur bei Ködern, sondern allgemein finde ich diesen Effekt ganz hübsch und cool. Sehr realistisch, auch hier mit der Brustflosse nochmal in anderer Farbe, so gelblich gehalten oder Gold. Ja, sehr schön. Und wie ihr hören könnt, hat er auch Rasseln. Baitfish nennt sich wohl die Farbe. Gut, dann gucken wir uns einmal hier die Zusammenfassung an. Hier haben wir einmal die Zusammenfassung. Ich führe sie einmal ganz langsam, wenn die Kamera mitmacht, einmal durchs Bild. Vielleicht sieht man das dann und ihr könnt einfach auf Pause machen, wenn ihr das selber nochmal sehen wollt. Und jetzt habe ich den Fehler gefunden. Vielleicht habt ihr ihn auch gefunden. Und zwar, aber wir fangen von oben mal an. Oh Gott, ist ein bisschen warm. Also, wir haben von Berkeley den Dex Fat Bullet. Das war gerade zuletzt der gezeigte Köder. Dann haben wir hier von Westin Stanley the Stickleback den Westin Köder hier. Dann haben wir von Fish Up die Buffy Fly. Das war dieses Mixpäckchen hier. Und als nächstes haben wir von Fish Up Tanta. Also damit ist auch wieder dieses Paket hier gemeint. Also wir haben 3 und 3 Köder hier drin. Das ist diese Mixpackung. Und dann haben wir 5x großer Haken. Also hier wird jeder einzelne Haken dann gezählt. Und wenn wir uns mal anschauen, hier sind 5 enthalten. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, habe ich eine Packung zu viel. Und das Stablei jetzt. Oder das Dropshot Stablei. Das fehlt mir nämlich. Das ist hier aufgeführt und hier nochmal eine Abbildung. Aber ich habe da auch so viele Alternativen. Da habe ich dafür habe ich jetzt eine Packung Haken mehr. Da muss man jetzt nicht reklamieren. Deswegen alles gut. Also, dann haben wir von Balzer Shirazu Evil Chatter 10 Gramm, 1-0 Haken. Das war dieser Kollege hier. Und zu guter Letzt von Hart der Micro SB Mini Spinner Bait in 1,8 Gramm. Wo war er?
Ich finde ihn gerade gar nicht mehr. Wo habe ich den hingelegt? Ach, da. Hier ist er. Also das war der Köder hier und auf den hier bin ich besonders gespannt. Habe ich jetzt schon Lust, den hier zu fischen. In dieser Form, diesen Spinnerbait, kenne ich so auch noch gar nicht. Hätte ich vor einem Monat im Urlaub gerne mal ausprobiert, aber das mache ich dann jetzt die nächsten Tage. Alles klar, das war's mit der Box und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Würde mich übelst freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal kostenlos und wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund, ciao.